Wasser bedeutet für mich Freiheit, Selbstständigkeit und das Gefühl der Unabhängigkeit. Am Wasser bin ich viel freier als am Land, weil ich einmal die Schienen weg habe, was schon ein enormer Gewichtsverlust ist dadurch. Und ich kann alles machen, was ich möchte. Drehen, wenden, schrauben, egal was ich möchte, ich kann es tun. Was Besondere heute ist, dass wir mit Johannes und Joycey zwei junge Sportlerinnen haben mit etwas schwereren Behinderungen. Und ich bin sehr gespannt, wie die beiden sich im Pool schlagen werden. Repräsentieren wir natürlich als Nationalmannschaft die sportliche Leistung, aber zum anderen möchten wir natürlich auch gerne mit all unseren Startklassen, aber vielleicht auch besonders mal mit der Startklasse 3, mit den schwereren Behinderungen oder auch für blinde Kinder, dass wir sie gerne animieren wollen, dort auch schwimmen zu gehen. Auch natürlich ist das oftmals mit Kämpfen verbunden, überhaupt in einen Schwimmverein reinzukommen, einen Trainer zu finden, Platz zu finden, Bereitschaft zu finden, so ein Kind, egal ob Mädchen oder Junge, zu betreuen. Das würden wir uns sehr, sehr wünschen. Das würde ich jedem empfehlen, der eine Körperbehinderung hat, Sport zu treiben, wie es halt funktioniert. Die haben gemerkt, nach dem ersten Kadertraining konnte der Jussi auf einmal Türen aufmachen, konnte Sachen aufheben. Und die ganze Muskulatur, der ganze Körper, die Ärzte sagen, es ist beeindruckend, dass er keine Skoliose, gar nichts hat. Ja, ich denke, für Menschen mit Handicap ist Schwimmen sehr wichtig, weil man dann auch was hat, an dem man sich halten kann und an dem man sich auch messen kann. Ich bin fokussierter geworden, ich kann mich besser konzentrieren und ich habe auch den Biss, jetzt länger an etwas dran zu bleiben. Wenn mich etwas interessiert, bleibe ich so lange dran, bis ich es gekriegt habe. Stolz auf ihn. Aber ich sage ihm auch immer, nicht wegen der Schule, nicht wegen dem Schwimmen. Ich bin stolz auf ihn, dass er mit seiner Behinderung jeden Tag auf die Straße geht und trotz Blicken und Zeigefinger und vielen anderen Dingen, die er so erlebt, einfach stark ist und sein Ding macht. Ja. Mich so zu trainieren, dass ich auf den Punkt genau hier in diesem Pool Leistung bringe und für meine Behinderung Bestleistung erbringe. Das ist was ich ganz besonders finde, nämlich dieses Zusammenspiel von Langsamkeit und auch Präzision, Genauigkeit und Kraft. Das ist was man eigentlich nur hier sieht. Wir sind müde, aber happy und wir machen es nächstes Jahr wieder. Auf jeden Fall, ich verspreche es, ich schwöre.